Dieses Video dient dir dazu, kurz und knapp zu erklären, worauf du beim Kauf einer Eismaschine achten solltest. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit Produktempfehlungen auf kochenmitgenuss.org. Kommen wir doch gleich zu unserem ersten Tipp: Das Material der Eismaschine. In der Regel besteht eine Eismaschine aus hochwertigem Edelstahl. Das ist rostfrei, leicht zu reinigen, ist schön robust, auch langlebig und sieht zusätzlich noch schön zart und elegant aus. Kommen wir zu unserer zweiten Empfehlung. Es gibt zwei Varianten von Eismaschinen. Einmal mit Kühlakku und einmal mit integriertem Kompressor. Bei Eismaschinen mit Kühlakku muss das Gefrierbehältnis mehrere Stunden vorgekühlt werden. Bei Eismaschinen mit integriertem Kompressor ist es nicht notwendig, es kann also gleich mit der Eisherstellung begonnen werden. Tipp Nummer 3. Überlegt euch auch, welche Menge an Eis ihr produzieren wollt. Es gibt Eismaschinen, die lediglich 0,3 Liter fassen, dann gibt es aber auch Eismaschinen, die so um die 1,5 Liter fassen. Das hängt extrem von euren eigenen Wünschen und Vorhaben ab. Kommen wir zu unserer vierten Empfehlung. Für Eismaschinen gibt es auch praktisches Zubehör, zum Beispiel einen Spachtel. Damit könnt ihr das Eis aus dem Gefrierbehältnis kratzen, ohne das Behältnis zu zerstören, und die Ausbeute aus dem Topf ist noch etwas höher. Ein guter Spachtel liegt gut in der Hand, ist fest und von hoher Qualität. Tipp Nummer 5. Preis und Leistung spielen selbstverständlich auch eine wichtige Rolle. Die meisten Eismaschinen kosten so um die 50 Euro, sind also relativ günstig. Es gibt aber auch teurere Modelle. Die haben meistens ein modernes Kühlsystem, was in den günstigen Modellen nicht verarbeitet ist. Kommen wir zu unserer nächsten, sechsten Empfehlung. Die Reinigung der Eismaschine. Die ist relativ simpel, sollte aber dennoch ernst genommen werden. Ihr könnt die Einzelteile mit warmem Wasser bis zu 60 Grad und etwas Spülmittel reinigen. Das Gehäuse einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Achtet nur darauf, dass kein Wasser in das Innere der Eismaschine gelangt. Mehr Infos zum Thema Eismaschine bekommt ihr auf unserer Website kochenmitgenuss.org. Dort informieren wir auch über aktuelle Tests von verschiedenen Verbrauchermagazinen. Und falls ihr unseren YouTube-Channel abonniert, würden wir uns natürlich extrem freuen.